alles lobt, was auf dem Nürburgring erprobt. Das ist ein alter deutscher Spruch, wo man sagt, alles, wie gesagt, befürwortet ist sehr, was man hier getestet hat. Togil Frankfurt에서 200km 남짓 독일의 서쪽 뮌르부르크로 향한다. 800년 전 지어진 뉘르성과 녹음이 우거진 대자연이 어우러진 뉘르부르크는 세계 모터스포츠의 성지이자 독일 명차산업의 심장부다. 고즈넉한 고성의 도시 뉘르부르크가 전 세계인들의 관심을 받기 시작한 것은 자동차 전용 도로가 생기면서부터다. Und dann hat man ihnen den Namen Nürburgring gegeben. So Nürburg für die Burg heißt Castle, ja, also auf Englisch jetzt Nürburg und der Ring dann eben als Track oder als Rennstrecke Nürburgring. 인구 300명 남짓한 작은 마을. 하지만 이곳에는 굴지의 자동차 기업들이 둥지를 털고 있고 매년 수만 명의 관광객이 찾아든다. Die sind dann hier schon zum Spaß hergekommen und haben hier in der Eifel, weil das etwas dünner besiedelt ist und nicht so viel wie Köln oder Bonn, was in der Nähe ist, und konnten hier ein bisschen Rennen fahren, so Hobbyrennen. Und dann kam es dazu, dass so Anfang der 20er Jahre man also auch den ganzen, und dann hat man das ausgebaut, das war einmal von der Regierung, ist das mitbezahlt worden oder gefördert worden als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und in dieser Region ein bisschen mehr Arbeitsplätze. Es ist natürlich so, dass die Autoindustrie damals mit Mercedes, Audi, Union und was es da alles gab, die wollten also Werbung haben und auch waren sehr interessiert an Rennstrecken. Und so ist eigentlich dieser Nürburgring entstanden. Nürburgring은 1927년에 완성된 북쪽 코스와 F1 그랑프리 등 국제 경기를 여는 남쪽 코스로 이루어져 있다. 특히 20km가 넘는 북쪽 코스는 2년 동안 3,000명의 인부들이 수작업으로 건설한 전설의 도로다. 니르부르크링은 1년의 절반 정도를 일반인에게 개방한다. 이 시기를 맞춰 전 세계 자동차 마니아들은 이곳을 찾는다. 오래된 클래식 자동차부터 최고 성능의 렌트카까지 웬만한 모터쇼만큼이나 다양한 차종들을 볼 수 있다.